Hey, you're late. Hey, you're late. Hi. Und herzlich willkommen. Hi. Hi. Herzlich willkommen. Komm, halt's weg. Komm, halt's Aber weg. Final Fantasy 7. Aber Final Fantasy 7. Aber machen halt weiter. Aber machen halt weiter. Das ist geil. Das ist geil. Das ist überhaupt geil, ne? Ja. Ja. Müssen wir noch heilen. Müssen wir noch heilen. Ja, mag noch. Geld nachher. Frische Honig, Knödel, Leute. Die Chef ließ. Ein Bierchen geht. Eigentlich wollten wir uns hier treffen. Ah. Ah, ihr seid's. Das Kleid habe ich vorbereitet. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alleskönner bist. In Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden. Packst wohl gerne fest an, was? Es heißt nicht umsonst, ohne Schweiß kein Preis. Je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden. Aris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht. Mach dich auf was gefasst. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Weihmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Ja. Ja. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen, was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? Bis zum Weihmarkt hast du es zwar geschafft, aber so richtig amüsiert hast du dich hier anscheinend noch nicht, hm? Kein Bedarf. Du bist doch sonst auch nicht verlegen, wenn es um Körpereinsatz geht. Wäre doch schade, die Leute auf dem Weihmarkt, um die verlässlichen Dienste des Alleskönners zu bringen. Oder etwa nicht? Momentan kann ich dir diese Aufträge vermitteln. Ich habe dir dein Händchen so schön massiert. Jetzt kannst du ganz doll anpacken, bis du Schwielen dran hast. Also dann, folge mir bitte, Aris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit einem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow! Gut, Cloud. Bis später. Es wird nicht gespannt. Ah, da geh mal eben. Stimmt noch eine Hammerpyramid-Mission rein. Von dem alle schwärmen, bist du? Du kommst gerade wie gerufen. Irgendwelche dreckigen Mistkerle haben eine Lieferung Güter für den Helmchenhof in den Slums von Sektor 5 gestohlen. Das war der berüchtigte Meisterdieb, der Racheengel der Slums von Sektor 5. Dass der Racheengel nur von den Reichen nimmt, war nichts als Strategie, um mit den Diebstählen durchzukommen. Er hat sogar eine Nachricht hinterlassen. Danke für die Waren. MFG, Rocheengel des Slums. Klar doch, der Rocheengel? Der Racheengel wird wohl noch seinen eigenen Namen schreiben können. Kapiert? Ich hab doch gesagt. Ich hab gesehen, wie hier drei komische Gestalten äußerst verdächtig durch die Gegend geschlichen sind. Wenn du dir so sicher bist, dann bring die drei her. Beweis mir, dass der Racheengel des Slums nichts damit zu tun hat. Kann ich auf dich zählen? Ich brauche deine Hilfe.
Wir müssen die Unschuld des Racheengels beweisen. Der Racheengel nimmt nämlich nur von den Reichen. Er würde nie die Armen bestehlen. Finde dieses Verbrechertrio und bring es her. Ich habe gesehen, wie die drei zur eingestürzten Schnellstraße am Immergrünpark geflohen sind. Studio Mann, oh Mann. Ich hab dich schon erwartet. Ich bin Jinan, der Trainer. Tut mir leid, dich gleich damit zu überfallen, aber würdest du dich mit unseren Mitgliedern messen? Ernsthaft, Chef? Dem halben Hemdchen geht doch sicher sofort die Puste aus. Das sollten wir auf einen Versuch ankommen lassen. Oder, Cloud? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ah, komm, Lust auf einen Wettkampf bekommen? Du willst dich mit einem Muskelpaket wie mir anlegen? Ah, guck mal. Bist du dir wirklich sicher? Das wirst du bereuen, du Hungerhaken! Schluss mit dem Geschwätz. Der Wettkampf wird mit Kniebeugen entschieden. So ist das hier Brauch. Also, auf los geht's los! Bist du bereit? Mehr auf deinen Rücken. Sicherlich noch besser. Weiter so. Das war gut. Traum. Form von Ende. Vergiss das andere nicht. Oh, komm. Oh, komm. Gegner nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen. Hochmut kommt immer vor dem Fall. Schreibt euch das hinter die Ohren. Danke, dass du mir bei dieser Lektion geholfen hast, Cloud. Und entschuldige die Umstände. Cloud, wir sind hier eine große Familie. Und du bist nun ein Teil davon. Schau jederzeit rein, wenn dir nach Punkten zumute ist. Gemeinsam werden wir dich richtig in Form bringen. Ja! Wenn dir wieder nach einem Training zumute ist, sprich einfach mit Santos oder Zenban. Du willst ein Duell? Alles klar, dann lass uns loslegen. Noch kannst du kneifen. Ja.
gut aus. Los, nochmal. Fuck. Weiter so. Bom, los. Jetzt kommt's drauf an. Das sieht gut aus. Jetzt nicht schlimm machen. Ihr macht das beide super. Traumhaft. Vollende. Weiter so. Ihr schafft das. Jetzt nicht schlapp machen. Vollende. Traumhaft. Jetzt nicht drauf. Fuck. Sicherlich noch besser. Weiter so. Das sieht los. Jetzt kommt's drauf an. Form vollendet. Traum. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter so. Oh. Den lassen wir was mir schwerer los. Aber voll. Komm schon, da geht noch was. Zeig mir dein Feuer. Ja, komm, wenn ich's mir nehme. Wer zusammen. Ach komm. Er kommt zusammen in Bestform. Ach komm. Ach komm. Bist du bereit für unser Duell? Ja. Ja. Das sieht gut aus. Traum. Weiter so. Mist. Jetzt nicht schlapp machen. Form. Ja, der Schweiß muss fließen. Das sieht gut aus. Weiter so. Traum. Los. Jetzt kommt's drauf an. Traum. Form vollendet. Weiter so. Das sieht gut aus. Ihr schafft das. Jetzt nicht schlapp machen. Form vollendet. Weiter so. Ihr macht das beide super. Das sieht gut aus. Weiter so. Form vollendet. Jetzt los. Jetzt kommt's drauf an. Weiter so. Traumhaft. Form vollendet. Das sieht. Ja, der Schweiß muss weiter fließen. So. Traumhaft. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Weiter. Los. Jetzt kommt's drauf das an. Gut aus. Form vollendet. Traumhaft. Jetzt nicht schlapp machen. Ihr macht das beide super. Weiter so. Das sieht gut aus. Form vollendet. Jetzt nicht schlapp machen. Ihr schafft das. Traumhaft. Weiter so. Jetzt nicht schlapp machen. Oh, keine große Sache. Ja. Ja. Nochmal. Vielen Dank. Und da geht immer noch besonders wie sehr. Du hast mich besiegt. Du bist unglaublich gut in Form. Dass immer nur ihr den Spaß habt, ist nicht fair. Traust du dir eine Runde gegen mich zu, Klau? Willst du dich messen? Oh. Ich hoffe, du hast dich aufgewärmt. Wollen wir schon bei der Sache bleiben? Ich bin. Wir lieben dich, Chef! Was für wunderschöne Muskeln! Einfach perfekt! Komm schon, Chef! Ein Wettkampf auf allerhöchsten. Ich bin. Da kommt einer mit dem Druck nicht klar! Wie all diese Muskeln perfekt harmonieren. Ich kann die Muskeln. Schön am Wohl. Schön am Wohl. Alles normal. Was für wunderschöne Muskeln. Einfach perfekt. Ich bin beeindruckt. Ein Wett, das ist deine Chance. Komm schon, Chef. Ja.
muss eins, so, wie all diese Muskeln perfekt. Komm schon, Chef. Die Muskeln sind wunderschön. Ich bin beeindruckt, wie all diese Muskeln perfekt. Das ist deine Chance. Ein Kampf auf alle. Was für wunderschöne Muskeln. Ja. Ja, schon. Ja. Geh nächstes Mal entspannter an die Sache ran. Ja, Saddam und Nike. Gewonnen. Na dann. Da sieht man zerspornes. Ich hatte ja keine Ahnung, wie stark du wirklich bist. Oh, schnell. Alle mal hergehört. Es ist noch Spielraum nach oben, Leute. Also ran an die Hantel. Geht klar, Chef. Für eine Runde gegen dich habe ich immer Zeit. Das kann nicht. Ja, aber fertig gemacht. Ja. Wasser, ja. Da war halt.
Die Engel des Slums haben zugeschlagen. Sind der Nachrichten schon was schlimmer? Sind wir fein drauf? Der echte Roche-Engel trägt den Schaden. Und wir tragen die Güter davon. Sag mal, blöde Frage, aber was sind Roche-Engel? Ha! Seht mal! Ja, was macht ihr denn hier? Ich stell mich einfach tot. Totstellen! Du Idiot! Dafür ist es zu spät! Bist du hier, um dir noch eine Tracht Prügel abzuholen? Komm raus! Gib Arbeit, Kleiner! Das ist unser neuer Bodyguard! Den Kleinen haben wir im Kolosseum aufgegabelt! Jetzt zahlen wir dir jeden blauen Fleck doppelt und dreifach zurück! Doppelt und dreifach, aber ich bin doch so schlecht im Rechnen! Was? Ach, vergiss es! Schlag einfach immer feste zu, Mann! Man muss da nur sehen. Sie da drei kleine Pisser, die war Fuller Gern. Einfach so übersprungen. Du Idiot! Da bist du! Bist du hier? Komm raus! Oh. Das ist unser neuer Bodyguard! Den jetzt zahlt! Doppelt und drei! Was? Gut. Am Ende reicht es also nur hierfür? Ja.
So, ja, Schlüssel haben wir den Fahrer gebraucht. Doch noch, sind die da verarscht haben wir es. Noch normal. Muss ich auch passen, scheiß Fahrrad überhaupt. Dick, lass du nachher, wenn... Yeah.
einiges hinter uns. Die drei stecken hinter dem Racheengel? Oh Mann, ist das ein Dummkopf? Wir sind Racheengel, nicht Racheengel. Halt's Maul, du Idiot! Sieh dir die Kerle doch an. Denkst du echt, die könnten hinter den Kuhs des schönen und intelligenten Racheengels stecken? Nein. Das sind drei Kleinkriminelle, die sich hier in der Gegend eingenistet haben. Tut mir leid, dass ich dir nicht geglaubt habe. Besser spät als nie. Und jetzt sorg dafür, dass diese Deppen ihre gerechte Strafe bekommen. Jawohl. Na los, komm mit. Hey, nicht so ruppig. Bisschen Respekt, wenn ich bitten darf. Ja, genau, Riss. Respekt? Und was ist mit den Gütern? Wenn du willst, helfe ich dir beim Tragen. Nicht nötig. Das schaffe ich alleine. Ich kenne den Weg im Schlaf. Mach dir keine Sorgen. Der Racheengel hat zugeschlagen. Mir wurde eine Lieferung für Don Corneo gestohlen. Ich verabschiede mich dann mal. Ohne dich hätte der Racheengel alt ausgesehen. Danke. Mit bestem Dank, der schöne und edle Racheengel der Slums. Hat mich wohl ungewollt zum Komplizen gemacht. Das wäre erledigt. Ich sollte langsam zurück. Ja. Ich würde dann noch viel mehr schlagen. Save the Fall nach. Na, so eine Sache, Da, Fieser Senke. Da, Fieser Senke.